Hallo und herzlich willkommen zu Alte Schule Daily. Es ist wieder Freitag. Wir haben jetzt eine Woche Pause gemacht, aber natürlich ist er umso besser vorbereitet. Herzlich willkommen, Rainer Braun. Hallo, Rainer. Guten Morgen, lieber Carsten. An einem Tag, wo mir vieles durch den Kopf geht, was wir nämlich alles noch dieses Jahr machen können oder nicht mehr machen können und vor allem durch den Kopf geht, dass es eine unglaubliche Reaktion auf diese Weihnachtsaktion mit den Büchern gegeben hat. Halt mal deine rechte Hand hoch. Ist sie noch? Lebt sie noch? Aber gut. Lebt noch. Ich habe das wirklich bis zum Exzess betrieben, die Unterschreiberei und die vielen Texte. Obwohl wir mal gesagt haben, 50 Anschläge sollte das Ende sein bei den Wunschtexten. Da haben welche Romane geschrieben, das glaubst du nicht. Die habe ich gerade mit Ach und Krach auf diese Leerseite quetschen können. Ein eigenes Buch vorne reingeschrieben. Ja, ich habe es aber gerne gemacht und ich sage allen, die bei dieser Aktion nur mitgemacht haben, ganz, ganz lieben Dank. Wir kommen langsam, aber sicher zum Ende und ich glaube, in diesen Tagen sind auch die letzten weg, sodass wir eigentlich davon ausgehen können, dass wir fast diesen Zeitraum, dieses Zeitfenster ausgefüllt haben. Es wird uns am Ende jetzt eben eine Woche fehlen. Wir haben gesagt, bis zum 15. das schaffen wir nicht so ganz, weil vorher ist schon leider eben Feierabend in diesen Tagen. Okay. Aber wie gesagt, jeder, der mitgemacht hat, ich fand es toll und ich habe auch gerne mir diese Mühe gemacht, immer die 50 Kilometer nach Köln-Porz und zurückzufahren und mir die Finger wund zu schreiben. Das war eine schöne Geschichte. Ich habe es einfach genossen, auch die vielen lieben Kommentare. Und danke an alle. Danke. Da schließe ich mich an und heute ist ja wieder Wellnessprogramm. Kein Schreiben, einfach nur sitzen und nett erzählen. Jo. Das machst du am besten. Ist es dieses Jahr das letzte Mal oder kriegen wir noch einen rein? Nein, also wir wollten uns ja heute um den Sauerlandbaron Karl von Wendt kümmern. Jawohl. Und wir haben eigentlich gesagt, es ist das letzte vor Weihnachten. Dann wollten wir die lange Winterpause gehen, in die Weihnachts- und Winterpause, die ich eigentlich ganz gerne so bis Mitte, Ende Januar ausgedehnt hätte. Jetzt mögen einige nicht in Ohnmacht fallen vor Schreck, aber irgendwann muss man auch mal durchatmen. Und die haben jetzt auch was zu lesen. Ist mir aber wirklich bei dieser Unterschreiberei der Bücher ein Fall in die Hände gekommen, wo ein Wiesbadener, also einer aus meiner alten Heimat, aus den ganz wilden Jahren dort, mich daran erinnert hat, dass ich ihm einschreiben möge, bitte als Erinnerung an unsere Wiesbadener wilden Jahre. Und der Name war mir auch noch geläufig, der gehörte auch zu unserem wilden Racing-Club, den wir da mit den VWs hatten. Und da kam mir die Idee, eigentlich doch als Weihnachtsgeschenk sozusagen für all unsere Fans noch eine zusätzliche Folge kurz vor Weihnachten zu machen, nämlich meine Wiesbadener wilden Jahre. Jawohl. Oder die wilden Wiesbadener Jahre. Da gibt es Geschichten, Carsten, ich schwör's dir, das glaubt uns kein Mensch mehr. Das ist völlig undenkbar, was wir da aufgeführt haben, so zwischen 1962 bis etwa 65, bis die Dame Britta das Parkett betrat und dann der Spaß ein Ende hatte, ein sehr abruptes Ende. Aber das erzählt man dann, das soll am besten meine Frau selbst erzählen. Die hat mich aus dieser Clique rausgezerrt und hat gesagt, pass mal auf, mein Freund, entweder die oder ich. Dann war Schluss mit lustig. Ne? Aber das erzählen wir alles dann en Detail und ich habe auch ein paar nette Bildchen dazu. Ich denke mal, das macht allen nochmal viel Freude. Den Wiesbadenern sowieso, das ist eine Reminiszenz an Wiesbaden, an meine Lieblingsstadt in der Jugend und es ist auch eine nette Erinnerung für alle anderen, die sich vorstellen können, in etwa nur, was da alles so abgegangen ist. Und dann klären wir auch endlich das Wiesbaden VW1-Kennzeichen, den Hintergrund. Ja. Zeitwärts. Also. Da spielt eine Dame auf der Zulassungsstelle eine entscheidende Rolle. War übrigens vor meiner Frau, kann ich gleich noch dazu sagen. Ja. So. Okay. Jemals bereut, es aufgegeben zu haben für deine Frau? Ich glaube nicht. Nein, es war im richtigen Moment auf den richtigen Weg zurückgebracht. Sonst weiß ich nicht, in welche Richtung ich abgedriftet wäre. Gott, es war sicher gut und es war für mich wichtig, heilsam und auch auf lange Sicht gesehen das Allerbeste, was mir passieren konnte. Na gut, also bei uns ist es langsam so weit, dass meine Frau sagt, entweder der Rainer Braun oder ich, du verbringst mehr Zeit mit dem als mit mir langsam. Aber ich würde mich für dich entscheiden, das so viel vorweg gesagt. Du, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, genau, mit deinen Frauen müssen wir auch unbedingt was machen. Da gab es ja auch so viel Feedback auf diesen Kurs. Ja, das machen wir dann im nächsten Jahr. Das machen wir im nächsten Jahr. Mit deiner Tochter stehe ich schon in Kontakt. Ja. Also rein und, bei der Wiesbadener Geschichte holen wir dann zum Schluss noch meine Frau dazu. Die kann dann ab 65 kurz erzählen, wie sie dann die Dinge hier ins Reine gebracht hat. Wie sie dich aus Wiesbaden rausfilettiert hat. Du, sag mal, weißt du, was ich mir überlegt habe? Wir könnten doch eigentlich mal gucken. Mich hat nämlich neulich jemand angeschrieben,
ob man eigentlich auch unseren Talk sponsern kann. Hättest du da Interesse dran? Können wir das machen? Das wäre keine schlechte Idee. Ich habe ja keinerlei feste Beziehungen zu dieser oder jener Firma und zu diesem oder jenen Kunden mehr. Ich bin ja jetzt absolut Rentner, Pensionär, kann machen, was ich will. Konnte ich sowieso mein ganzes Leben lang, Gott sei Dank. Ja. Aber mir ist das nur recht, weil dann könnten wir ja uns eventuell, wir beide, irgendwie das kleine Honorar, was da abfiele, dann auch irgendwie teilen. Nein, wir müssen vielleicht hin und wieder mal ein kleines Ölfässchen in die Kamera halten oder so, aber das machen wir dann. Ja, kein Problem, mache ich alles, weil es ist ja so, ich opfere pro Folge etwa 2 bis 3 Tage, bis ich alles beieinander habe und dann in die Reihe gebracht hat, im Computer und so weiter und so fort. Ich mache das wirklich bisher gerne und ich mache es auch weiter gerne. Wir haben noch nie über Kohle geredet, aber wenn es die Möglichkeit gibt, sagt der alte Rentner Braun natürlich nicht nein. Okay, also. Denn meine Rente ist ja knapp bemessen. Eben, eben. Da muss man ja was dazu verdienen. Ja, ich weiß, du, das ist es ja, ne? Das ist es ja. Und nächstes Jahr ist ja kein Corona mehr, da geht es uns allen besser. Also, so ist es. Gut. Ja, jetzt gibt es auch keine Rentenerhöhung nächstes Jahr und deswegen müssen wir gucken, wo wir was anderes herholen. Ne? Ja, okay, also wir schauen mal, dass wir das nächstes Jahr so auf andere Beine stellen. Oder wir machen jetzt unsere eigenen Tassen. Die haben wir noch geschenkt bekommen. Du hast ja auch eine. Aber vielleicht, es gibt so viele Anfragen, vielleicht denken wir mal darüber ein bisschen nach. Also jetzt haben wir offen drüber nachgedacht. Nächstes Jahr könnt ihr schon mal ein bisschen Geld sparen. Das Weihnachtsgeld könnt ihr zur Seite legen. Das könnt ihr dann... Gut, genug des Vorgeplänkels. Lass uns zum König Karl kommen, sprich zum Sauerlandbaron Karl Baron von Wendt. Jetzt, hier ist er. Wir wollen den jungen Mann mal hier kurz auflegen, damit Sie ihn sehen. Im Prachtalter von, ja, zu seiner besten Rennfahrerzeit. Das war so um 1964 herum. So sah er damals aus und seine Karriere ging bis 1972 und dann hat er das Rennfahren aufgegeben, um sich anderen wichtigen Dingen zu widmen, über die wir jetzt in dieser Folge auch reden werden. Mhm. Der Karl war nicht nur ein herzensguter Mensch, sondern auch ein exzellenter Rennfahrer, hatte einen eigenen Rennstall, in dem der ein oder andere junge Nachwuchsfahrer auch seine erste Chance bekommen hat, wie zum Beispiel der Jochen Nerpasch. Hm. Der dürfte beim Karl von Wendt Formel 3 fahren und auch andere junge Leute, damals junge Leute, hatten beim Karl ihre Chance, zum Beispiel unser bestens bekannter Dr. Helmut Marko, der für den Karl einen Lola-Sportwagen fuhr in der 2-Liter-Sportwagen-Europameisterschaft und auch natürlich Meister wurde in einem wirklich unglaublichen Fahrstil. Wir haben nachher noch ein Bild dazu. Das war ein typischer Marco, wie der in diesem Jahr 1971, glaube ich, wie der da die Europameisterschaft geholt hat. Okay. So, jetzt gucken wir mal weiter, was wir hier als nächstes haben. Da haben wir den Karl von Wendt mit seinem Lotus Formel 3 Rennwagen auf dem Flugplatz von Mainz-Finthen. Da sind wir im Jahr 1965. Da hatten wir schon bei, das ist das Zweitauflage, damals in Mainz-Finthen gewesen, da gab es auch ein Formel-3-Rennen. Der Karl von Wendt ist da mit seinem Lotus mitgefahren. Großer Stab, der um ihn herum ist. Das sind alles Leute, die ich nicht weiter kenne. Also der hat ja immer einen großen Stab mit sich geführt und hat da seine ganze Gefolgschaft immer zur Rennstrecke geschleift, weil ein Baron hat halt schon auch Personal. Ne? So ist er ja natürlich nicht. Ne? Ja, und er war auch sehr erfolgreich in der Formel 3, war recht schnell, also das ging alles recht gut. So, dann haben wir als nächstes hier, da haben wir jetzt eine Fahrerbesprechung in Mainz-Finthen auf dem Flugfeld. Die Besprechungen, die haben meistens in der Regel am Flugfeld stattgefunden. Da stehen zusammen von links nach rechts mit dem Rücken, der mit dem großen blonden Kopf, das ist der Hans-Günther Lehmann, ein Verleger aus Köln, der damals auch mitverantwortlich dafür war, dass es die Autozeitung gab, 1969. Allerdings ein paar Jahre später hat er sich dann verabschiedet aus der Verlagsgruppe. Der Karl von Wendt steht da mit seiner Carrera-Rennbrille, die man auch zum Skilaufen damals noch benutzt hat. Dann sehen wir den Hubert Hahne, der leider nicht mehr lebt. Wir sehen den Gerhard Weber, Dunlop-Renndienstleiter, Klaus Steinmetz, Herbert Schulze, das ist ja tragisch, sind ja alle 5 tot. Ne? Karl von Wendt, Hahne, Weber, Steinmetz, Schulze. Der Dieter Basche, Gott sei Dank, noch am Leben. Und der verdeckt ist, das ist der Erich Bittner. Der die ganzen Anzüge schon wieder verkauft hat. Ja, ne? Ja. So. Also das ist mal so ein kleiner Einblick in
die Geschichte in Mainz finden. Und da sehen wir den Karl von Wendt schon in Spar mit seinem Porsche 911. Da ist er zusammen mit Willi Kaufen gefahren. Das sind die 24 Stunden. Der Porsche 911 war damals ein Tourenwagen übrigens und kein GT. Okay. Dem Buschke von Hanstein, der damals ja bei Porsche das große Rad gedreht hat, war es gelungen, diesen Elfer als Tourenwagen zu homologieren. Die FIA mal ganz schön geleimt. Ne? Und dann ist er natürlich, der gute Karl mit dem Willi Kausen, die Tourenwagen-Europameisterschaft gefahren und wurde dann auch gleich mal Europameister. Um es auszugeben. Mit dem Elfer. Tourenwagen-Europameister mit Porsche 911. Wahnsinn. Was es alles so gegeben hat. Ne? Unglaublich, ja. Dann gucken wir uns aber mal das nächste Bild an und da sehen wir dann schon auch in Spa einen Fahrerwechsel. Und in diesem Falle war es auch nicht nur der Fahrerwechsel, sondern auch das Ende. Denn der Karl steht ohne Helm schon da und der Willi ist gerade ausgestiegen und erklärt seinem Freund Karl, hier ist Feierabend, geht nichts mehr. Bis zur Box ist er noch gekommen und dann war aber Schluss. Ausfall beim 24-Stunden-Rennen von Spa auf Position 6 im Training, aber leider dann im Verlauf der 24 Stunden. Ausgefallen. Hier haben wir schon die frühe Bekanntschaft einerseits des Karl von Wendt mit Gerhard Mitter, mit dem er auch zusammengefahren ist, und andererseits seines späteren Assistenten und Koordinators Michael Kranefuß rechts. Der Michael, der damals auch noch ein paar mehr Haare auf dem Kopf hatte, das war etwa 1966, 67 ist dieses Bild entstanden. Und der Michael war damals selbst noch Rennfahrer, fuhr aber 1000 und okay. Escort und alles Mögliche. Und der Karl hat ihn aber rekrutiert sehr bald, nämlich schon in diesen Tagen, wo dieses Bild gemacht worden ist, als Assistent für die Planung seines Sauerlandrings. Ah, okay. Und darum geht es ja auch in unserem heutigen Beitrag, nämlich okay. Der Sauerlandring, der eigentlich fast im Mittelpunkt steht und die ganze Dramatik und Tragik um diesen Sauerlandring aus dem resultieren, aus dieser Dramatik dann auch der Karl von Wendt eine tragische Figur wurde danach. Das werden wir aber nachher noch aufarbeiten. Also der Michael Kranefuß, der hat dann sich im Wendtschen Anwesen niedergelassen als der große Koordinator und die rechte Hand von Karl, so würde ich es mal nennen. Mhm. Bevor er sofort dann als Rennleiter kam. Das hat aber auch einen Grund, warum er dann sofort gegangen ist. Auch das werden wir später noch behandeln. Jetzt gucken wir als nächstes mal in dieses Foto, da sehen wir den Karl von Wendt mit dem Brian Redman zusammen und im Hintergrund steht schon dieser wunderbare Lola T210. Das ist ein 2-Liter-Sportwagen mit Ford Cosworth Motor und damit fuhr man die Europameisterschaft für Sportwagen bis 2 Liter Hubraum, die sogenannte kleine EM. Und das ist ein Bild, das aus Spa stammt. Da sind Brian Redman und Karl von Wendt zusammengefahren und zwar ist das aus dem Jahr 1970 ist er mit vielen Leuten zusammengefahren. Der hatte ja ganz viele Co-Piloten. Der ist mit dem Brian Redman gefahren, mit dem Mitter, mit dem Kausen. Der ist gefahren mit Helmut Marko. Der hatte wirklich Kontakt zu den besten Rennfahrern, die es gibt. Und er selbst war auch ein guter. Und er hat sich auch nur mit guten umgeben. Hat er die bezahlt dann? Ja. Also davon darfst du ausgehen. Und zwar nicht zu schlecht. Davon darfst du mal gerade ausgehen. Okay. Der Karl war ja ein ganz, ganz reicher Mann. Der hat ja mit 21 Jahren ein riesiges Vermögen geerbt. Das Schloss Gevelinghausen, 20 Kilometer von Winterberg weg. So irgendwo in diesem Bermuda-Dreieck, Bestwig, Meschede, Ulsberg gelegen. Das Schloss Gevelinghausen. Er hat Ländereien und Wälder und Wiesen geerbt, soweit das Auge reicht, wenn du in Gevelinghausen gestanden hast und ins Rund geguckt hast, das hat alles dem Karl gehört. Wahnsinn. Also das waren 5000 Hektar oder mehr. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel Land das war und wie wertvoll das auch war. Und nur so konnte er auch ja dann die Planung Sauerlandring vorantreiben. Das war ja alles sein eigener Grund. Er konnte ja da machen, was er wollte, hat er gedacht. Wir kommen dann gleich noch dazu. Ne? Hier haben wir den Karl mal beim 1000-Kilometer-Rennen am Nürburgring. Da fährt er mit einem Porsche 908. Ich glaube, da war auch der Willi Kausen, der zweite Mann im Auto, wenn mich nicht alles täuscht. Die beiden, die waren sehr eng. Willi und Karl, das war eine gute Verbindung. Die haben auch ihren Spaß gehabt und die haben auch gepasst, so von der Mentalität.
weil der Karl war ja auch ein Fröhlicher, der ja auch gigantische Feste in seinem Schloss gefeiert hat. Wir haben dann nachher noch ein paar Bilder. Da werdet ihr euch schon wundern. Ja. Dann haben wir hier nochmal den Karl im Carrera 6, auch ein 1000-Kilometer-Rennen. Das ist noch die Zeit, wo es richtig viele Zuschauer auf der Nordschleife gab zu so einem 1000-Kilometer-Rennen. Das wird ja Gott sei Dank wieder aufleben im nächsten Jahr mit diesen alten Autos aus dieser Zeit, mit den Sportwagen aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern. Hoffen wir es. Das macht der Herr Meyers-Renken, ist der Chef dieses Düsseldorfer Clubs. Das ist auch der Mann, der federführend das plant, und zwar im September nächsten Jahres. So Gott will und Corona besiegt ist bis dahin, zumindest so besiegt ist, dass wir da alle wieder hin dürfen, dann kommen da irrsinnige Zuschauermassen, die wollen dann alle diese alten Autos sehen. Ganz sicher. Ich freue mich auch schon riesig drauf. Ja, ich auch. Und wenn ich noch gesund und munter bin, dann werde ich auch da sein. Ich habe schon zugesagt für den September. Man soll ja in meinem Alter nicht mehr so weit vorausdenken, aber das habe ich zugesagt. Mache ich mit der Maren zusammen, mit meiner Tochter, die macht die Interviews in Englisch, Französisch, Italienisch und so weiter. Und ich bediene mich dann der deutschen Sprache und werde meine alten Kunden da einvernehmen, soweit ich sie noch da vorfinde. Ja. Ich freue mich da wirklich drauf. 1000 Kilometer, das war immer so das Highlight des Jahres mit dem großen Preis von Deutschland zusammen mit dem Tourenwagen Grand Prix im Juli. Dann, das waren die drei Großveranstaltungen, da ist man irre gerne hingegangen. Ja, weiter. Ich schweife ja immer wieder ab, weil mir immer was Neues einfällt, wenn ich so die Bilder sehe. Das ist die Baronin. Herrlich. Das ist die Baronin von Wendt, deren richtiger Name eigentlich, ich habe überall rumtelefoniert, das Einzige, was ich erfahren habe, ihr Spitzname war Pitt. Man hat sie Pitt genannt. Die Baronin hat an der Box gestanden und hat also die Stoppuhr für ihren Karl gedrückt. Die Baronin war eine sehr schwierige Dame, die auch sehr oft über Migräne geklagt hat und auch sonst schwer zugänglich, aber sie hat ihren Karl begleitet, wann immer es ging, aber war nicht einfach im Umgang, sagen wir mal so. Ja, sie hatte eine gewisse Eigendynamik. Okay. Ja. Wollte ich also auf jeden Fall mal gezeigt haben, die Baronin. So. Hier haben wir jetzt den Karl nochmal in dem Sportwagen, in dem 2-Liter-Sportwagen. Das ist, wo ist das? Das ist 1970, irgendwo auf irgendeiner Rennstrecke, ich weiß nicht wo, auf jeden Fall sitzt der Karl da drin. Das ist ein Rennen, das er sich wohl mit dem Brian Redman geteilt hat. Okay. Dann bleiben wir noch einen Moment da und sehen jetzt hier, das ist natürlich die große Offenbarung, 1971, der Dr. Helmut Marko im 2-Liter Lola des Karl von Wendt in Hockenheim. Das ist die Kurve, wo man so schön reinfällt, wo es dann in die Doppelrechts zu Start und Ziel geht. Da kommt man nach der Sachskurve den Schlängel, dann fällt man hier so rein. Dieser Fahrstil, den hat der Doktor das ganze Jahr zelebriert. Der ist mit diesem Auto nur quer gefahren. Die anderen haben sich alle so erschreckt, die sind gleich weggeblieben von ihm. Ja. Den konntest du ja auch nicht überholen, der hat dir die ganze Straße durch seine Querfahrerei blockiert, da kam es ja überhaupt nicht vorbei. Wahnsinn. Das war aber der Fahrstil des Dr. Helmut Marko und so ist er wirklich in einem Durchmarsch ohne gleichen Europameister geworden. Er hat ja alles gewonnen. Unglaublich, ne? Dem ist ja keiner in die Quere gekommen. Der war ja fahrerisch derart überlegen und dann auch noch dieses tolle Auto von Karl. Und eins muss ich sagen, bei diesem Bild, das rechne ich dem Helmut hoch an. Und das ist etwas, was heute leider immer weniger der Fall ist. Als der Karl gestorben ist, 2006, und auf dem kleinen Friedhof in Gevelinghausen beerdigt wurde, an einem ganz kalten Februartag, war der Helmut und der Willi Kausen, das waren die einzigen von den Rennfahrern, mit ein paar anderen noch aus den kleineren Klassen, die zur Beerdigung gekommen sind. Obwohl alle vom Karl profitiert haben, Hundertschaften, davon war nichts mehr zu sehen. Er stand ein Häuflein aufrechter gestanden und hat den Karl zu Grabe getragen. Und der Helmut ist aus Graz angereist mit großen Schwierigkeiten, weil es war furchtbar kalt. Es war deutlich unter 0 um 10 Grad am Tage. Es war ein entsetzlich kalter Tag. Die Flieger hatten Verspätung. Der Helmut kam auch verspätet. Aber er kam auf den Friedhof und hat sich dann in die Trauergemeinde eingereiht als verspäteter Gast. Und das habe ich ihm immer hoch angerechnet. Und er hatte wirklich schon damals verdammt viel zu tun. Der stand ja vor einer großen Formel-1-Karriere. Also, das nur nebenbei. Aber ich schnell die Leute dann vergessen, ne?
Ja, ich habe das nie vergessen, sowas. Ich behalte das im Kopf über Jahrzehnte. Ich behalte auch andere Dinge im Kopf, die ich auch nicht scheue, mich nicht scheue zu sagen, wenn es gesagt wird. So. Ich will auch gar nicht lange stören. Ich will nur eins sagen, das Poloshirt gibt es jetzt zu kaufen. Das blaue, dieses wunderschöne blaue alte Schule Poloshirt. Und das Beste, es wird auf jeden Fall individualisiert mit eurem Namen. Ich habe ganz viele Leute jetzt hier bei uns im Keller sitzen, die sticken das da rein. Händisch. Also, da kann man doch nichts sagen, oder? 59 Euro. Der Shop ist www.70love.de. Jetzt kommen wir zu den Festen des Herrn von Wendt. Schloss Gevelinghausen. Ein wunderbares Anwesen. Und der Karl war ja nun mal ein Feiertier und hat immer gern seine Freunde eingeladen. Und es gab fast an jedem Saisonende ein Fest bei ihm. Vor allem natürlich in dieser Hochzeit, die Jahre so ja, zwischen 64 und 68, 69. Da haben diese Feste stattgefunden. Hier sehen wir das Ehepaar Hermann. Da sehen wir die Madeleine und den Hans Hermann mit Fliege. Und der Karl, der schon von der Feierlaune sehr weit fortgeschritten ist. Wie man sieht. Nein, der guckt, wo seine Zigarette bleibt, die er da oben über dem Kopf schwebt. Der Karl hat immer geraucht. Wo er stand und ging, der Karl hat immer Zigarette in der Hand gehabt. Noch im Cockpit, wenn es sein musste. Der hat geraucht wie ein Hochofen. So, hier ist zu Gast bei einem Fest von Karl der Huschke. Oh ja. Von Hanstein, der Edelmann aus Stuttgart, der gerade mal hier mit irgendjemandem tanzt. Wer immer das sein mag, ich weiß es nicht. Das hatte ja auch die Feste von Karl hatten ja auch einen gewissen Stil. Das hatte Charakter, dieses Schloss und dieses ganze Flair, die Atmosphäre. Aber irgendwann so gegen Mitternacht gab es natürlich dann einen Punkt, dann trennte sich das Ganze. Die seriöseren Leute, die sind zu Bett gegangen und die Feiertiere, die haben es dann richtig krachen lassen. Wir sehen da gleich noch einiges nach Mitternacht. So, hier sind wir dann schon in dem Bereich so um Mitternacht, sagen wir mal. Das obere Bild zeigt in der Mitte Don Wudding mit Fliege, rechts daneben auch der Rolf Stommelen mit Fliege, ganz rechts meine Frau. Die beiden Herrschaften links kenne ich leider nicht, die Dame und den Herrn. Aber darunter tanzt der Dieter Basche, was muss ich sehen mit meiner Frau, aber Dieter, ich muss doch sehr bitten. Ja, ja gut. Und dann sehen wir den Herrn Braun mit dicker Zigarre und den Gerd Schüler auch mit Zigarre vor einem reich gedeckten Tisch und auch schon ordentlich zugetankt. Das ist dann schon die Endphase eigentlich. Sieht aber gut aus. Ja, es geht aber noch weiter. Dann kam das Mitternachtsbuffet erstmal. Wow. Dann wurde sich nochmal gestärkt. Da sehen wir den Klaus Steinmetz, glaube ich, hier links. Dann haben wir den Gerd Inderelst. Das ist der Aral-Renndienstleiter, der Alte gewesen. Wir haben den Hubert Hane ganz rechts. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Diana Körner, mit der Hubert Hane eine Zeit lang liiert war. So um die 70er rum, 70, 71. Stimmt, die Schauspielerin. Ja. Das hat also alles gut gemundet und hier kommen wir dann wirklich schon in den Bereich hinein, wo gesungen und getanzt wird und wo auch der Baron zur Gitarre aufspielt. Bei Kranefuß, rechts neben dem Baron. Da hat er schon wieder längere Haare, das meine ich. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich hat er da vom Baron ein Haarwuchsmittel gekriegt, damit es nochmal funktioniert. Also, und der Dieter Fröhlich, der dirigiert eigentlich den Gesang mehr oder weniger. Mit Zigarette in der Hand. Sieht schön aus. Was alles ging damals, gell? Ja. So, und dann schlägt die Stimmung natürlich hohe Wellen. Da haben wir so ein Schaukelpferd und da wird jetzt der Dieter Fröhlich aus Essen von dem Mike Kranefuß aufs Pferd gehoben. Da sind sie aber schon ziemlich weit, so auch vom Pegel her. Ich wollte gerade sagen, aber es war immer ein Fotograf mit vor Ort, oder? Ja, das ist immer der Ferdi Kräling. Ferdi Kräling war Haus- und Hoffotograf vom Baron. Wir werden da am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Der Ferdi hat alles fotografiert, okay, was vom Baron zu fotografieren war. Rennbilder, Privatbilder, Schloss, Feste. Ferdi, der wohnte ja nur einen Steinwurf weg. Okay. Alle Bilder, die ich heute zeige, 99% sind alle vom Ferdi. Also mit dem muss ich auch auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal einen Podcast aufnehmen. Ja. Ferdi ist ja wie ich auch 80, wir sind ja ein Jahrgang. Ja. Und wir haben ja alles erlebt. Man nennt ihn auch den Grauen, weil er graue Haare hat. Und sein Sohnemann führt heute die Geschäfte, das ist der Blonde, der hat blonde Haare. Okay, gut. Sohn und Vater Kräling immer noch eine Macht
in der Fotografie und Bildarchiv absolut. Und dergleichen mehr. Absolut. Ohne Ferdi könnten wir das hier alles gar nicht machen, auch andere Dinge. Der Ferdi hat, mein Archiv besteht zu 70-80% aus Bildern von Ferdi Kreling und H.P. Seufert. Und das waren meine beiden Hauptlieferanten. Dass ich das hier jetzt zeigen darf. Das ist ganz groß. Ferdi hat extra genehmigt. Wir werden ihm auch huldigen am Ende der Sendung. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Aber deswegen ist mir nur aufgefallen, weil heute sagt man ja, heute ist überall ein Handy, eine Handykamera dabei. Früher konnte man noch sorglos feiern. Beim Baron von Wendt wurden damals schon Beweisfotos gemacht. Ja, jetzt sind wir aber nochmal auf dem Schloss und hier ist die Stimmung natürlich am Siedepunkt. Das guckt ihr bitte an. Das stimmt. Da hält einer den anderen fest, der Letzte muss er alle halten, sonst fallen sie um. Wer ist denn das alles? Ich kenne keinen einzigen in diesem Fall. Nicht einen einzigen. Zur Wiesbadener Zeit hättest du die ganzen Frauennamen wenigstens gewusst. Ja, natürlich. aber da kenne ich nun mal ausnahmsweise gar niemanden auf diesem Bild, weil da waren natürlich auch, bei diesen Festen waren auch Lokalgrößen dabei und wichtige Leute aus Gevelinghausen und aus der Politik und aus allen möglichen Dienststellen. Der Karl hat ja in Gevelinghausen im Prinzip, war das ja der heimliche Herrscher. Gevelinghausen hat vom Karl gut und gerne gelebt. Er war Arbeitgeber, er war Sponsor, er war eigentlich alles für diese Gemeinde. Und ausgerechnet diese Gemeinde hat ihm ein ganz, ganz dickes Ei gelegt. Da kommen wir gleich noch drauf. An dem er fast zerbrochen ist. Das muss man sich mal vorstellen. So, jetzt sind wir genau da, an jenem Punkt, den ich als Herzstück unserer heutigen Unterhaltung bezeichne, der Sauerlandring. Der Karl hat so um 1966 diese Idee ausgebrütet und hat gesagt, ich habe jetzt ja die Möglichkeit, auf meinen Ländereien zu machen, was ich will. Damals konnte er das noch denken. Hat sich kurz im Jahrhundert getäuscht. Ja, und dann werden wir doch mal in einem geeigneten Areal gucken, dass wir eine Rennstrecke bauen, den Sauerlandring. 5,5 Kilometer, 5 Millionen D-Mark sollte das Ganze kosten, so war es veranschlagt. Und hier sehen wir jetzt mal ein Modell. Der Karl natürlich, Praktiker und Mann der Realitäten, hat gesagt, was hilft mir die ganze Rennstrecke, wenn sie nichts taugt? Es müssen Experten her, die das beurteilen. Mhm. Und plötzlich wurde Gevelinghausen zum Nabelpunkt der Rennsportwelt. Denn, das nächste Bild wird uns das zeigen, es fielen ein zur Besichtigung und zur Begutachtung. Folgende Herrschaften. Jetzt haltet euch alle fest, aber das kriegst ihr heute nie mehr hin. Ohne Witz. Pass mal auf, ich zähle die jetzt mal auf. Ja. Also, wir haben links den Mike Kranefuß, Koordinator dieses Sauerlandringes und rechte Hand und ganz wichtiger Mann in der ganzen Vorplanung. Dann sehen wir neben dem Mike Kranefuß, ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen größer machen, um zu gucken, wer das ist. Muss ich mal hier rüberziehen. Aha, das ist der Hans-Günther Lehmann, der daneben ist. Dann haben wir den Alfred Neubauer, den legendären Mercedes-Rennleiter, der sich auch dahin bemüht hat. Wir haben den Karl von dann neben den Rolf Stommelen, dann den Herbert Schulze aus Berlin, dann aus Hannover den Herrn Klein, das ist der Bruder des Jockel Klein, der in Wunsdorf Rennleiter war. Okay. An dieser Mann, erkennst du den? Erkennst du den, Carsten? Den daneben? Der Mann mit dem Scheitel links. Was glaubst du, wer das ist? Nee, keine Ahnung. Das ist der Joe Siffert. Nee. Ja, das ist der Joe Siffert. Ich habe es ja auch zu klein. Warte mal, jetzt zieh es mir auch nochmal. Ah, hätte ich nicht erkannt. Nee, aber da doch, wenn man es groß sieht, vielleicht ein bisschen Wahnsinn. Joe Siffert in Gevelinghausen, der Mann aus der Schweiz. Gell? So, dann haben wir da hinten den Hans-Peter Köppchen. Wir haben hier den Erich Bitter. Ja. Und wir haben ganz rechts außen den Jochen Nerpasch. Den hätte ich den erkannt. Wieder. Links vom Nerpasch kenne ich nicht in diesem Fall. Wer immer das auch ist. So, jetzt weiter. Ui, jetzt Wahnsinn. Ist groß. Jetzt habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Wir halten es mal kleiner machen. So, jetzt. Ja, die Herrschaften haben sich also diesen Ring angeguckt, waren sehr angetan, aber nicht genug damit. Es ging ja noch weiter. Es gab eine Geländebesichtigung mit dem Förster, den wir ganz links im Bild mit dem sogenannten Wald- und Wiesenwart der Gemeinde Gevelinghausen. Wenn dir so ein Land gehört, oder? Allein was man im Hintergrund... Soweit das Auge reicht, alles Karl. Unglaublich. Und da sollte also der Sauerlandring hin. Da wurde also erklärt, wir sehen hier folgende Herrschaften. Auch das muss ich nochmal größer machen. Wir sehen hier den Förster ganz links, dann das Fernsehteam des WDR.
Dann der nächste Herr, der dritte von links, ist Eddie Guba, der damals den Rennreport herausgegeben hat und der leider auch nicht mehr lebt, genauso wie der Herbert Schulze, der neben dem Eddie Guba steht. Dann steht wieder der Kollege Klein aus Hannover da, Neubauer mit schief sitzendem Hut und etwas zu engem Sakko. Das spannt ein bisschen vorne. Bisschen, ja. Das war immer so. Und dann haben wir da hinten den Hans-Peter Köpchen, der lugt da am Hut vom Neubauer hervor. Ja. Dann gibt es einen Herrn weiter hinten, der kommt aus dem lokalen Politikbereich. Vorne mit dem langen Arm, das ist der Karl von Wendt, der gerade etwas zeigt, wo es hingeht. Und der Rolf Stommelen im Mantel, die frieren ja alle ganz schön, weil das war auch sehr kalt um die Zeit. Da haben sie alle sich dick anziehen müssen. Das ist der Rolf also und der Mann mit Hut ganz rechts ist wieder einer aus dem lokalen Politikbereich. Super. So, jetzt... haben schon die dicken Schmiergeldtaschen voll. Ja, jetzt kommen wir zur ganz hohen Politik. Da haben wir den damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Helmut Schmidt, der auch eingeladen war vom Karl und der auch kam. Und zwar kam der sogar zusammen mit seiner Frau Loki. Oh, echt? Ja, der hat sich also wirklich dahin bemüht und sich das angeguckt, hat sich vom Karl alles erklären lassen und hat dem Karl in die Hand rein versprochen, man wird sich um alle Genehmigungen ordentlich bemühen, dass das auch klappt. Mhm. Und hat also Unterstützung zugesagt. Auch aus Bonn. Damals war das ja noch Bonn und nicht Berlin. Und er war also sehr angetan. Man hat dann sich in Floß getroffen und hat dort als nächstes Mal erst einen kleinen Drink zu sich genommen, Smalltalk gehalten. Jetzt ist auch Loki dabei im Hintergrund. Ja, genau. Und das ist natürlich schon eine Ebene, das kriegt nur so ein Typ wie der Karl von Wendt hin. Ne? Mhm. Ich meine, das kannst du heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja, das ist nicht so einfach, wenn man eine Rennstrecke braucht. Ne? Und dann hat unser Helmut Schmidt auch noch freudig erregt Platz genommen im Porsche 907. Von Karl von Wendt und Willi Kausen. Die beiden sind mit diesem Auto Sportwagen-WM gefahren um die Zeit. Und ja, da ist er mal eingestiegen, hat sich ordentlich fotografieren lassen und fand das alles ganz toll. Das Bild kann immer aussteigen. Unglaublich. Hat auch geraucht im Auto übrigens. Aber ich gehe davon aus, dass Karl von Wendt schon Aschenbecher hat einbauen lassen. Ja, der hat ja selbst geraucht. Wie ja, eben, eben genau. Da haben sich ja zwei gefunden und das ist ja unglaublich. Gell? Und wenn man jetzt ja dieses Bild nochmal angucken, da stehen sie doch garantiert sicher. Der Helmut Schmidt hatte Zigarette in der Hand und der Karl, das kann ich schlecht erkennen. Egal, spielt keine Rolle. Jetzt aber wird's ernst. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo es mit den Genehmigungsverfahren ein bisschen gehakt hat. Es gab also Bedenkenträger, will ich mal sagen, die gesagt haben, und der Lärm auf dem Sauerland, wo die Spaziergänger doch alles sind und der Erholungsgebiet und die Holländer, die immer kommen und die wollen doch ihre Ruhe haben und überhaupt und der Lärm können wir eigentlich nicht genehmigen. Hm. Und die schlimmsten Gegner kamen tatsächlich aus der eigenen Region. Das muss man sich mal vorstellen. Aber die Befürworter kamen auch aus der eigenen Region und da prallten nun verschiedene Interessengruppen aufeinander. Hm. Hier sehen wir ein Bild, Demonstration von Bürgern aus der Region, die für den Sauerlandring sind und auch entsprechende Schilder hochhalten. Ja. Und das auch der SPD anlasten, falls das nicht klappt. Entweder Sauerlandring kommt oder SPD weg, so ungefähr. Also die waren da sehr rigoros in ihren Schildchen, die sie da beschriftet haben und haben also wirklich pro Sauerlandring demonstriert. Und das ging noch weiter, denn dann kam es noch zu einer Autodemonstration. Guck mal an. Ja, da wurde das halbe Gevelinghausen lahmgelegt mit dem Hinweis, dass jetzt der Sauerlandring bitteschön zu genehmigen sei. Aber da ging schon, das Rumgezicke der Politik los, oder was? Ja, da ging es also schon los. Und es gab also insgesamt wohl 26 Genehmigungsstellen, die ihre Zusage hätten geben müssen. 23 hatten am Ende Ja gesagt, aber drei haben das verhindert, beziehungsweise gesagt, das können wir nicht zulassen. Leider war unter den dreien auch die Gemeinde Gevelinghausen, was den Karl tief getroffen hat, weil er diese Ortschaft ja wirklich zu Blütezeiten gebracht hat. Und der Dank war, dass sie ihm den Sauerlandring vermasselt haben. Mhm.
angeblich, weil der Fremdenverkehr darunter leidet und weil Lärm ist und Radau und überhaupt und diese Ruhe, die die Leute da suchen, würde nun gestört. Und ja, ich habe das also auch nochmal recherchiert. Der Ferdi Kreling hat mir das auch nochmal bestätigt. Die eigene Gemeinde hat ihm die Nummer verdorben. So. Ja, dann, bevor es also zur endgültigen Absage kam, haben wir hier noch eine Bürgerversammlung. Ich habe extra den Ferdi dazu nochmal befragt. Er sagte, das ist die Schützenhalle. Ja. Wie immer rauchgeschwängerte Luft. Rauchgeschwängert. In der heutigen Corona-Zeit hätte jeder Virologe seine Freude, wenn er das sehen würde. Das sehen würde, ganz genau. Aber ich glaube, die Viren, die werden schon vom Rauch abgetötet worden. Ja, es ist unglaublich. So, und die haben also richtig randaliert. Da hat es auch pro Sauerlandring, natürlich. Auch wieder mit Schildern da hinten und... das war schon auch offenbar vom Verlauf her und von der Stimmungslage sehr, sehr brisant. Sauerlandring K.O., NPD ist froh, mein lieber Mann. Guck mal, das war schon damals so. Ne? Da waren die so zerrissen und solche Ideen haben immer alles gespalten. Ne? Es gibt nur Schwarz und Weiß mal wieder. Es war eine schlimme Zeit für den Karl, der da durch ein Wechselbad der Gefühle gehen musste und irgendwann dann festgestellt hat, das wird nichts mit meinem Sauerlandring. Da war schon sehr viel Geld investiert und alles geplant und alles so weit auf den Weg gebracht. Und dann Absage, Feierabend, Ende, gestorben, 68, 69 rum. Das war dann auch der Moment für den Mike Granefuß, zu sagen, ich habe hier nichts mehr verloren. Ja. Der Sauerlandring wird nicht gebaut. Ich orientiere mich beruflich neu und wurde Assistent von Jochen Nerpasch bei der neuen Ford Motorsport Abteilung in Köln. Genau. Wie lange haben die an dem Ring gearbeitet oder wie lange ging dieses Hickhack? Ich glaube von 66 bis 68, 69 rum. Ah, schön. Ich glaube, der Mike kam 69 zum Jochen Nerpasch. Im ersten Jahr, das war auch mein erstes Jahr in Köln, das war auch Mikes erstes Jahr in Köln. Wir haben nämlich gemeinsam in einer Pension gewohnt, in der Pension Adelheim in Köln. Da sind wir aber rausgeflogen nach einer Woche schon, weil wir nachts da Umtriebe veranstaltet haben. Und dann haben wir uns eine neue Bleibe suchen müssen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ich lasse es lieber. Gut. Pension Adelheim in Köln, gerade Fuß und ich. Um Gottes Willen. Das ist, naja, gut, lassen wir es. So, hier haben wir jetzt etwas. Der Karl hat dann gesagt, ja, wenn die also kein Sauerland trinken wollen, dann werde ich mich jetzt mit anderen Dingen beschäftigen. Und hatte zum Beispiel die Idee, das For Fun. Das ist eine Amüsementstadt, eine kleine für groß und klein. Die ganze Familie kommt dahin. Da gab's, wir haben ja zum Beispiel das Bild, das For Fun als Ersatz für den Sauerlandring unter der Leitung von Karl von Wendt 1972 eröffnet. Das sind so die ersten Eindrücke. Da gab es eine riesen Rutschbahn. Da gab es dann später auch noch Indianerstadt, wo der Karl auch selbst mal Indianer gespielt hat zwischendurch. Und wo dann die Kinder ihre Freude hatten, weil sie glaubten, das sei der Herr Winnetou. Also das war die ganzen Politiker an Martha. Ja, und das war also das Ersatzprogramm. Dann Stadt Sauerlandring, For Fun, ganz in der Nähe, auch Gevelinghausen, Einzugsgebiet, Ulsberg, Brilon, Bestwig. Ja, aber Wahnsinn, oder? Wie harmlos damals noch so eine Wildwasserbahn war. Wenn das heute unter 200 Meter... Sturzflug, geht ja gar nichts mehr. Guckt euch das Bild sehr genau an, denn da haben wir nachher noch ein paar andere Bilder, denn im Laufe der Zeit ändert sich vieles. Nicht nur die Gebäulichkeiten dort und die Einrichtungen und die Freizeitvergnüglichkeiten, sondern da ändert sich auch noch der Besitzer später und das Ganze ist dann irgendwann 10 Jahre später eine kleine Stadt. Aber darüber reden wir dann gleich noch. Jetzt gucken wir uns erst einmal an den Karl von Wendt als Indianer. Der große Manitou spricht da gerade und alle anderen hören gespannt zu. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Gell? Indianerspiele mit Baron. Wo gibt es denn sowas noch? Ja, das gibt es nur im Sauerland. Also der Karl ist der mit dem Hut, der da steht. Ich will mal gucken, noch, wenn ich das sonst noch sehe, ob da noch irgendein Bekannter ist. Lass mal gucken. Eieiei. Beide von links ist ein Chochi. Ganz links ist ein großer Bär. Ja. Also der Karl ist, glaube ich, der mit dem Hut, ne? Wahrscheinlich, ne? Ja. Also das ist dann dieses Indianerdorf, wo der Karl, wie gesagt, auch mal immer mal selbst aufgetreten ist. Und
Er hat sich dann auch der Politik zugewendet, wurde Stadtrat und Beigeordneter, glaube ich, im Stadtparlament von Olsberg, wenn mich nicht alles täuscht. Und war tief frustriert, hat dann auch die Pferde, die Spring-EM nach Evelinghausen geholt. Vor lauter Zorn, dass es kein Sauerland drin gab, hat er im Pferd gemacht. Er hat alles Mögliche dann angefangen, um einfach sich abzureagieren und seinen Frust abzubauen. Das führte allerdings irgendwann dazu, dass die beweglichen Mittel, sage ich mal, die finanziellen Mittel, weniger wurden. Die Banken sind nervös geworden und es passierte dann dass die Banken plötzlich ihre Verbindlichkeiten eingefordert haben und der Karl musste Zug um Zug alles verkaufen, was er hatte. Das begann mit den Wäldern und mit den Ländereien und endete beim Schloss. Und beim Vorfahren natürlich auch. Hier haben wir nochmal auf diesem Bild jetzt den Blick auf die Urform des Vorfahrens, so wie es 1972 eröffnet worden ist. Und auf dem nächsten Bild blicken wir in eine kleine Stadt. Das ist dann heute der Blick heute auf Vorfahren. Wahnsinn. Neue Besitzer. Viele, viele Dinge sind anders gemacht worden inzwischen. Da gibt es dann, ich habe das mal hier kurz aufgeschrieben, da gab es dann 85 den Besitzerwechsel. Der Karl musste auch dieses Areal beziehungsweise dieses Projekt verkaufen. 97 hatten die schon 25-jähriges Jubiläum mit den neuen Besitzern. Und 2007 waren es dann schon 35 Jahre. Der Park ist natürlich aufgrund von Corona im Moment wahrscheinlich auch geschlossen. Aber ansonsten irrsinnig viele Besucher übers Jahr. Ein Treffpunkt für Groß und Klein mit riesigen Parkplätzen, mit allem, was du dir vorstellen kannst. Es gibt nichts, was es da nicht gibt. Nur leider erlebt der Corona. Das ist also ein Europapark Rust in Klein, so ungefähr. Ja, ist ja ganz, ganz nett eigentlich. Muss ja nicht alles nur groß sein, sondern das ist auch... So ist es. So, nun, das ist übrigens der neue Eingang. So sieht der heute aus. Da strömt also alles hinein. Auf diesem Bild mit den zwei Türmchen und diesem zentralen Eingang. Und die heutigen Besitzer, die haben sicher keine Sorgen. Davon kannst du mal ausgehen. Dieser sieht es ja so aus am Sonntag. Wie ja. Es zu sehen ist, ne? In Corona-Zeiten sieht es so aus, ja. Ansonsten ist da ein Gedränge ohne Ende, gell? Okay. Jetzt gucken wir mal auf das Schloss Gevelinghausen. Das musste der Karl natürlich auch verkaufen, dieses hochherrschaftliche Teil hier, sein Wohnsitz, seine Heimat. Dieses Schloss Gevelinghausen ist seit etwa 20 Jahren im Besitz einer Berufsgenossenschaft. Das ist die gesetzliche Unfallversicherung. Ach so. BGV heißt die, glaube ich, oder BVG. Okay. Denen gehört dieses Schloss, in dem sie Seminare abhalten und Tagungen und alles Mögliche, wo also die Leute geschult werden, die für diese Genossenschaft tätig sind. Okay, ob die da auch so Feste feiern wie ihr früher, wer weiß. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, das sind Arbeitstagungen, da werden aus der ganzen Bundesrepublik Leute eingeladen, um einige Tage da zu verbringen. Natürlich in Seminaren und in Lehrgängen, Tagungen und was weiß ich. Die Genossenschaft heißt übrigens VBG. Jetzt sehe ich hier auf einem Schildchen noch. Also wir haben hier nochmal den Blick auf die Nebengebäude. Das ist Restaurant, das ist Hotel. Das ist ja ideal. Die können ja ihre Seminarteilnehmer auch da unterbringen direkt. Ja, klar. Ja, unglaublich. Das ist ja echt so James Bond-mäßig, wenn man da vorfährt nachts zu irgendwelchen Partys, oder? Ja. Und wie gesagt, das ist heute die Nutzung des Schlosses und der Nebengebäude. Hier haben wir auch nochmal ein Schild. Wenn der Gast ankommt, sieht er dieses Schild hier. Akademie Gevelinghausen. Ja, diese Gesellschaft, ich weiß jetzt nicht, was VBG ausgeschrieben heißt, aber es ist die Berufsgenossenschaft für gesetzliche Unfallversicherung. Auch das habe ich mir vom Kollegen Krelling erklären lassen. Natürlich weiß ich das selbst nicht, aber Ferdi als Sauerländer weiß alles. So, dann haben wir hier ein Bild, wo der Karl von Wendt aufgenommen worden ist, etwa 2001 in Kanada, seiner neuen Heimat. Dazu muss man sagen, nach all diesen Rückschlägen,
Und nach all diesen schlechten Entwicklungen, die alles genommen hat, hat der Karl frustriert Deutschland den Rücken gekehrt. Kein Sauerlandring, die ganzen Besitztümer musste er verkaufen, das Geld wurde immer weniger und irgendwann stand er wirklich da mit nichts. Und das ist ja eigentlich unvorstellbar. Aber er hat natürlich auch gesagt, man hat mir Steine in den Weg gelegt, man hat es nicht immer gut mit mir gemeint, auch was die regionalen Dinge angeht. Ich möchte die deutsche Staatsbürgerschaft eigentlich zurückgeben. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich wandere aus nach Kanada, er ist nach Quebec gegangen und hat sich dort durchgeschlagen, man muss sagen, durchgeschlagen als Entwickler für Software, für irgendwelche Firmen. Das war auch ein großer Experte für Software. Okay. Und, also computermäßig, ne? Und allerdings ging es ihm dort immer schlechter, wie der Willi Kausen mir dann berichtet hat, der ihn oft besucht hat in Kanada. Die beiden waren ja ein Herz und eine Seele bis zum Schluss. Willi und Karl, das war wie zwei Brüder, kann man sagen. Der Karl hat sich, der hat sich ja völlig zurückgezogen. Der Einzige, der sich noch gekümmert hat um ihn, war der Willi. Ja, der ist auch mal war der Mann Kanada völlig alleine. Ja. Willi ist ja auch mal nach Kanada ausgewandert, Willi Kausen. Ja, der Willi hat sogar zeitlang bei ihm gelebt, gewohnt und geguckt, dass es ihm gut geht, weil der Karl auch eine schwere Krebserkrankung hatte, die dann natürlich ausgebrochen ist. Okay. Und dann irgendwann hat Karl von Wendt den Wunsch geäußert, weil er gemerkt hat, die Krankheit frisst ihn. Er will zurück nach Deutschland und er will auch in Deutschland begraben werden, in seiner Heimatgemeinde Gevelinghausen. Das war sein letzter Wunsch. Dieser letzte Wunsch ist ihm zwar erfüllt worden, aber er hat Deutschland lebend nicht mehr erreicht. Man hat ihn in einem kleinen Boot auf offener See tot aufgefunden. Ob er nun selbst seinem Leben ein Ende gesetzt hat oder ob die Krankheit dafür verantwortlich war, dass er vielleicht bei einem Bootsausflug, den er alleine unternommen hat, in so einem kleinen Ruderboot, da seine letzten Atemzüge getan hat, das ist nicht überliefert. Das kann ich auch nicht beurteilen und nicht sagen. Fest steht, man hat ihn tot in dem Bötchen gefunden. Man hat ihn dann überführt nach Deutschland, in seine Heimatgemeinde Gevelinghausen, auf dem kleinen Friedhof. Dort ist er begraben. Ich habe es ja anfangs kurz erwähnt, es war ein ganz kalter Tag im Februar 2006. Allerdings wurde anschließend im Schloss, natürlich, wie sich das gehört, noch ein ordentliches Fest gefeiert. Das wäre im Sinne von Karl gewesen. Es war auch der ein oder andere Rennfahrer noch mit dabei, aber von den ganz Großen habe ich nur den Helmut Marko und den Willi Kausen gesehen. Ja, das ist toll, ne? Wenn das Geld so strömt, dann kommen sie immer alle und in schlechten Zeiten, da kehrt man dann schnell den Rücken. Ne? Viele konnten auch gar nicht mehr kommen, weil sie selbst schon inzwischen gestorben waren. Und, ja. Aber die, die da waren, haben dann nochmal einen fröhlichen Nachmittag verlebt. Ich erinnere mich noch sehr genau. Ich glaube, wir waren in der Scheune vom Schloss. Da konnten wir auch laut krakehlen. Es war ganz im Sinne von ihm. Wir haben einfach ein Fest gefeiert, so wie es der Karl gern gehabt hätte. Der Ferdi Kreling hat mir nun erzählt, gestern noch am Telefon, dass das Grab vom Karl in seiner Heimatgemeinde, die ihm alles verdankt aus dieser Zeit, verwildert, verlottert, da liegt und kein Mensch kümmert sich. Ja, schön. Das ist das Allerschlimmste, denn es gibt auch keine weiteren großen Nachkommen. Also die Baronin ist ein Jahr nach dem Karl auch gestorben. Ist die mit ausgewandert? Irgendwelche weit verzweigten familiären Dinge, Kinder, Töchter, Söhne, keine Ahnung. Die streiten aber auch alle untereinander offensichtlich. Und es passiert nichts an diesem Grab. Keiner pflegt es. Wahnsinn. Das Ganze ist jetzt 14 Jahre her. Hm. Das musst du dir mal vorstellen. Hm. Ja? Wenn ich mir überlege, dass Gräber, die schon 20, 30 Jahre auf dem Friedhof liegen, picobello gepflegt sind, dann kann ich mich nur fragen, was geht da vor? Ja, muss man sagen. Ich meine, Steuern hat er auch genug gezahlt. Ne? Ja. Ja, vor allem, der hat dieser Gemeinde so viel Einnahmen auch verschafft. Durch Fremdenverkehr, durch dies, das, jenes. Der war Arbeitgeber für diese Gemeinde. Da kann doch wenigstens mal jemand hergehen vom Bürgermeisteramt und sich zuständig fühlen für die Grabpflege, finde ich. Ja, findet nicht mehr statt. Im Zweifel, wenn du da hingehst, wird sich keiner mehr an ihn erinnern. So ist es doch heutzutage. Ja, der müsste Ehrenbürger sein von Gevelinghausen. Normalerweise schon. Was der für die Gemeinde alles gemacht hat. Ja. Aber es ist halt so im Leben. Ne? Gut, Wahnsinn. Jetzt kommen wir nochmal zu fröhlichen Dingen und schauen uns mal die beiden Krälings an. Aha, ach, guck an. Ja.
Da ist es. So, die beiden Grälings. Da haben wir links den Grauen, sprich den Ferdi. Ja. Ungefähr aufgenommen vor, ja, ich würde mal sagen, vor 14 Tagen. Und rechts der Sonnemann Bodo. Ferdi ist die graue Eminenz im Hintergrund heute. Bodo ist der Macher an der Front. Die zwei schmeißen zusammen mit ihrem Thomas Schmidt den Laden. Der Thomas Schmidt ist der Mann, der ins Archiv geht und Bilder sucht, wenn ich sie brauche. Der Ferdi findet sowieso nichts mehr. Der Bodo hat keine Zeit, also bleibt es am Thomas Schmidt hängen. Okay. Das ist ein wunderbarer Familienbetrieb und wir sehen hier zum Beispiel ein wunderbar dekoriertes Räumchen mit vielen Schildern Rallye Monte Carlo. Das hat seinen Grund, denn die beiden haben einen Monte Carlo Kalender zu Ehren von Walter Röhrl herausgebracht, 2021, ja. Ein Wandkalender, da haben sie ihn hier in der Hand und haben auch viel aufgestapelt davon. Der zeigt alle Röhrl-Erfolge bei der Rallye Monte Carlo mit seinen vier verschiedenen Autos, tolle Aufnahmen, irre Bilder, jeden Monat was Neues, alles rund um Walter Röhrl. Wer also da Lust und Laune hat, sollte sich sowas besorgen. Wie das geht, werdet ihr sicher im Internet wissen. Ansonsten einfach eingeben, Grähling, der hilft schon weiter. Und das neue Buch von Christian Geisdörfer ist auch rausgekommen. Und da habe ich mit Christian Geisdörfer schon im Sommer mal drüber telefoniert. Da war er noch am Schreiben, dass er ein Buch schreibt über die vier Monte-Siege. Ja, und mit Ferdi muss ich sagen, habe ich ja also wirklich weite Teile meines Berufslebens an der Rennstrecke verbracht. Er ist ein unglaublich unterhaltsamer Mensch mit sehr verborgenem Humor, teilweise auch schwarzem Humor. Wir sind ja beide fast mal verhaftet worden in Frankreich, in so einem Bergdorf in der Nacht, weil wir da driften mit einer Alpine um die Ecke geflogen sind. Da stand der Dorfpolizist mitten auf der Straße und hat erst mal die Hand gehoben. Halt! Dann wollte der einen Haufen Geld haben, den Vorwärts, gesagt, wir haben nichts. Und nur Scheckkarten, nee, wollte er nicht. Der wollte Bares. Und ja, dann buchten wir sie jetzt beide ein, solange bis Geld da ist. So. Ja, dann war plötzlich doch schnell Geld da. Wir wollten ja noch weiter nach Monaco ins Hotel Hermitage, um da nun zu nächtigen. Es war Vortraining Rallye Monte Carlo und wir waren auf Fotosafari und haben Bilder gemacht für Renault mit der Alpine. Es gab einen Presseversand davon und die deutsche Renault hat da sich angehängt praktisch an den Einsatz der Franzosen, damals noch mit Terrier, mit Pillot, mit Entrier, mit Larose und wie die alle hießen, die Buben. Ja. War eine schöne Zeit, die ich mit Ferdi mitgemacht und durchgemacht habe. Ja. Ein fröhlicher Mensch. Der Bodo genauso fröhlich, aber ein großer Schaffer, der überall den Apparat hinhält, wo es was zu fotografieren gibt, vor allem für VW. Okay. Großer Kunde. Ja, also diese Training-Tradition, die wird durch den Bodo jetzt wunderbar fortgeführt und der Ferdi kann sich zurücklehnen und kann sagen, es ist alles in guten Händen, es geht zügig weiter. Das ist gut. Und wenn ich bei mir in Siedlinghausen, was ich allein an Büchern von Ferdi Grähling hier stehen habe, da biegen sich schon die Balken allein mit den Schenken. Ne? Ich habe mit Ferdi ja mein Hallo-Fahrerlager 1 gemacht übrigens, was ja leider nun überhaupt nicht mehr zu haben ist, zumindest nicht bei mir und anderswo, weiß ich es nicht, aber bei mir nicht und auch sonst in meinem Verlag nicht mehr. Mit Ferdi habe ich das Ludwig-Buch gemacht, Jagdszenen. Mit Ferdi habe ich gemacht das Buch Momentaufnahmen, Ford Motorsport, die ganze Zeit ab 68 bis 2000. Mit Ferdi habe ich den Stefan Belloff gemacht, eine viel zu kurze Karriere. Also wir haben schon einiges zusammen auf die Beine gestellt, so ist das nicht. Außerdem waren wir immer dicke Freunde und telefonieren heute noch mindestens zweimal im Monat miteinander und lachen über die eine oder andere Geschichte, die wir uns dann erzählen. Ehrlich gesagt, wir sind beide froh, dass wir eine so tolle Zeit gehabt haben und jetzt das alles mit Abstand betrachten können. Das glaube ich. Was da draußen so passiert. Jo, das soll es gewesen sein. Super. Und jetzt, liebe Fans und Freunde, dürft ihr euch dann freuen nochmal auf so ein Weihnachtsspecial als kleines Weihnachtsgeschenk. Machen wir die wilden Wiesbadener Jahre. Jawohl. Da freue ich mich persönlich drauf und ich glaube, der ein oder andere Wiesbadener auch und auch sicherlich der ein oder andere, der nicht in Wiesbaden wohnt. Ich freue mich auch drauf, Rainer. In dem Sinne, bleib gesund, such schon mal die Fotos zusammen und dann sehen wir demnächst wieder. Die Fotos, die Geschichten, die ganzen Orte der Handlungen und so weiter und so fort, wird alles dokumentiert, denn ohne Dokument, wie gesagt, glaubt uns das sowieso ja niemand. Das muss ich ja zeigen. Hast du schon ein Weihnachtsgeschenk für deine Frau? Du, das Weihnachtsgeschenk für meine Frau ist dasselbe wie das, das sie für mich hat. Wir schenken uns gegenseitig die Tatsache, dass wir beide noch
gesund sind, am Leben sind, uns haben. Und ich finde, das ist das größte Geschenk, was man sich zu Weihnachten machen kann untereinander. Und das ist auch noch dein Geschenk an uns Fans von dir. Ja, und das reicht uns beiden voll und ganz. Ansonsten machen wir es uns gemütlich, bleiben schön daheim, laden niemand ein und gucken, dass wir gesund bleiben. So, und das hoffen wir. Also, dann bleib gesund. Auf jeden Fall erstmal bis in 2 Wochen und mach's gut. Danke, alles Gute für dich. Pass auf dich auf, bleib gesund. Ich freue mich aufs nächste Mal und das letzte Mal für dieses Jahr, aber nicht das letzte Mal für immer. Ganz wichtig. Okay, ciao, Ende.